So, es ist angekommen. Ich habe schon vor einiger Zeit einen Serverprozessor gekauft. Haha, wie dämlich, weil ich gar keinen Server habe. Aber einfach so, weil ich es haben wollte. Und ich habe eine billige Hauptplatine gekauft, die ziemlich interessant ist, weil da nämlich dieser Serverprozessor reinpasst. Diese Hauptplatine aber offensichtlich, wie man schon sehen kann, gedacht ist für PCs. Ja, ich habe das jetzt hier zum Testen auf dem Tisch so aufgebaut. Also ich habe da jetzt eine Grafikkarte, eine ältere, reingetan, weil die Hauptplatine keinen Bildschirmanschluss hat, keine Grafikkarte integriert hat. Ich habe auch den richtigen CPU-Kühler nicht gehabt, deswegen habe ich da einfach so einen kleinen Kühlkörper jetzt raufgedrückt und auf den beiden Arbeitsspeichermodulen einen Lüfter raufgetan. Ja, WLAN. Ich habe jetzt Ubuntu von einem USB-Stick gestartet. Und dieses Netzteil, das habe ich bei einem Roter Kreuz-Laden gekauft vor 2 Wochen. Ja. Also jedenfalls, man sieht, Computer brauchen keine Gehäuse. Haha. Ach ja, diese schöne Funktastatur, die kennt man noch aus einem anderen Video. Ist halt eine USB-Tastatur, weil ich jetzt nicht die andere... Naja, auf jeden Fall lustig an diesem Gerät. Haha, sehr lustig. 24 Threads, also 12 Kerne hat dieser Prozessor da drin. Und ich habe jetzt gerade, was man ja mal zeigen kann hier, sieht man, wir haben nur 2 Threads, also nur einen einzigen Kern. Weil, ja, ich habe schon gesagt, da ist kein richtiger Kühlkörper drauf, da ist ein kleiner Kühlkörper und den habe ich nicht mal raufgeklemmt oder so, sondern der liegt da nur drauf. Und würde ich jetzt alle 12 Kerne aktivieren, würde der wahrscheinlich rot glühen. Nein, nicht so ganz, aber es würde wahrscheinlich überhitzen. Und mit nur einem einzigen Kern von 12 ist das sehr energiesparend und ja, wird nicht so heiß. Und ist immer noch schnell, also man kann das hier sehen. Also ich habe das jetzt mal verglichen mit dem Prozessor, der in meinem großen Rechner, den ich sehr selten benutze, drin ist. Und wir können sehen, wenn wir jetzt uns die Performance angucken, also wenn alle Kerne benutzt werden, also 6 Kerne gegen 12 Kerne, dann sehen wir schon, ist dieser Serverprozessor viel, viel schneller. Also wenn ich jetzt irgendwelche Sachen konvertiere oder viele Sachen gleichzeitig machen lasse, ist das viel, viel effizienter und schneller mit dem Serverprozessor. Wenn wir allerdings nur einen einzigen Kern, also einen einzigen Thread heißt das wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal davon aus, weil wir haben ja 2 Threads hier. Also wenn wir uns aber nur einen einzigen Thread angucken, sieht man, dass der Unterschied nicht mehr so riesig ist. Also naja, immerhin mit diesem Prozessor hier ist man hier rund, was ist das? Ich will jetzt hier keine Zahlen mehr ausdenken, aber so ein Drittel schneller ist der pro Kern. Und wo kann man Einzelkern-Performance gebrauchen? Der aufmerksame Zuschauer weiß es schon, nämlich bei meinem tollen Raytracing Minecraft-Klon Minicraft. Denn das Besondere bei diesem Programm, bei diesem Minicraft ist ja, dass hier nicht die Grafikkarte benutzt wird, es werden hier nicht mehrere Kerne benutzt, sondern es wird ein einzelner CPU-Kern benutzt, also für diesen Aufbau hier ideal. Es läuft sehr gut. Ja, das war das Video und selbstverständlich werde ich hier kein Windows raufmachen. Ich bin doch nicht doof. Ich werde wahrscheinlich mal gucken, ob ich einen passenden Kühler auch dafür finde, denn so ist das natürlich doof. Und dann ein Gehäuse das reintun. Dann natürlich kombinieren mit einer richtig guten Grafikkarte, nämlich einer Radeon 5500 XT. Und dann ist das eine Killermaschine, die ich nicht brauche.